Hi, willkommen bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday, mit dabei der Venom. Moin, moin. Willkommen zu unserem kleinen Einblick in Temtem für die PS5. Es ist vor kurzem für die PS5 erschienen, befindet sich, wie ihr sehen könnt, noch im Early Access. Und ich dachte mir mal, ich schaue mir das Spiel mal mit Venom an. Wer es nicht kennt, das war dieses Jahr ein großes Hype-Spiel auf Steam. Ist ein Pokémon-Klon als MMO. Und schauen wir uns das doch mal an. Zustimmen, bla bla bla. Drücke eine Taste. Mal kurz bei Optionen gucken. Mal kurz hier noch was einstellen. Da, da, da. So. Sprache Deutsch, Textgeschwindigkeit. Ja, alles okay. Oh, können wir so lassen. Steuerung, Audio. Ich hoffe, es ist laut genug. Dann neues Spiel. Grafik ist ja zweckdienlich. Hallo, ich will Männlein machen. Hallo? Kann Männlein irgendwie nicht auswählen. Das soll ein Männlein sein oder was? Okay. Braun gebrannt. Kopf. Gesicht. Kann das lassen. Augenfarben. Nicht gerne. Türkis. Haare. Aber Oberteil. Ich war gespannt, was das Spiel so richtig. Ob es seinem Hype gerecht wird, sagen wir es mal so. Ja, es hat ja bei Steam eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Falscher. Rot. So. Name nehmen wir einfach mal Doom. Aber passt gerade so rein, ne? Wähle dein das Pronomen. Ja. Stimme. Ich bin noch fertig. Charakternamen müssen zwischen 3 und 15 Zeichen sein. Okay. Dumm geht anscheinend nicht. Fertig. Gary. Bereits in Verwendung. Oh, ey. Gott, jetzt muss ich erst mal einen Namen finden. Nämlich halt Opo. Junge. Ernsthaft, ist in Verwendung. Gibt es überhaupt noch einen freien Namen? Ich nehme mich jetzt Klom. B, den gibt's schon. Warum mit G geschrieben? Leute. Ist mich verarscht. Kann schon Stunden an, wenn hier mein Name geht, der funktioniert.
Alter. Ich nehme gleich irgendwelche Buchstaben hintereinander hier. DFGH heiße ich jetzt. Also echt. Aha, der geht. Ja, ich sag gleich mal so, ich werde hier nichts vorlesen. Ich denke mal, jeder Zuschauer ist des Lesens mächtig, also ihr wisst Bescheid. das ist ganz schön leise, kann das sein? Also Melodie. Ja, typisches Pokémon-Design. Als Kind oder als Teenager wacht man auf und muss dann wohin und seine Pokémon holen. Tempedia. Das wichtigste Werkzeug jedes Bändigers. Die Tempedia zeichnet alle Informationen über Temtem auf, die du gesehen oder gefangen hast. Deine hast du von einer geschenkt bekommen. Soll aber so eine Art Pokédex sein, ne? Wirklich. Von Charakterentwicklung, das sieht ja auch gerade ein Name aus. Und bin beim Namen. Ach, der ging. Welchen hast du denn genommen? Meiner ist Levante. Erster Schritt, es ist soweit. Beginne deine Reise. Unten steht auch nochmal extra da, Temtem Early Access. Das Spiel soll übrigens erst 2021 als Vollrelease rauskommen. Das heißt, es wird noch sehr viel gepatcht. Und ja, es ist aber auch schon in der Early Access einiges verfügbar. Also sollte Content da sein. Noch Ladezeiten. Ernsthaft? Das ist mir gar nicht Wenn das aufgefallen. Haus voll ist. Achso, so weit bin ich noch nicht. So, gibt's irgendwas zu looten hier? Nee, wa? Hab nix zu sehen. Dann gehen wir raus. Hat wirklich Ladezeiten. Ungewöhnlich für PS5-Verhältnisse. Ja, die Grafik muss ja geladen werden. Das Spiel ist an sich gerade mal, was war's? 3 GB, 2 GB oder so? Irgendwie sowas. Da ist DFGH, Glückwunsch. Was ist DFGH? No, so heiße ich. DIFK. Ah. Klein scheint die Karte nicht zu sein. Denn das Spiel bis zu 99 Spieler unterstützt, sollte schon eine gewisse Größe haben, ne? Wenn du mich fragst. Man kommt der Battle Royale. Nein, das wird nicht kommen. Ah. Weißt du's? Lass mal in fremde Häuser einbrechen. Als Standard bei Pokémon-artigen Spielen, ne? Die mit ihren komischen Geräuschen nochmal. Ah. Oh. So unterhalten wir uns nächstes Mal, wenn wir uns sehen, okay? Das Archipel bereits benutze, Karte, bla bla bla. OWDF. Wow. Alter. Das ist ein ganzer Kontinent. besuche Professor Konstantinos in seinem Labor. Hat man eigentlich schon irgendwie. Also natürlich schön, dass die Kamera genau da drüber ist. Oh, egal. Was ist das Labor? Sieht nicht so aus. Nee, das ist ganz rechts unten am Strand.
Ja, wo sollte sonst ein Labor sein, wenn nicht am Strand? Nee, na klar. So, jetzt stehe ich vor der schwierigsten Wahl der Kindheit. Ein Starter, Temtem. Aber es nimmt, ich weiß schon, das nimmt das Rechte. Was digital Temtem? Ah. Das Rechte. Ich nehme auch das digital, so ist es nicht. Ein Mental Temtem. Als Psycho oder was? Stark gegen neutralen Kampf, aber schwach gegen Kristall. Ah ja. Was Kristall? Ah ja. Was Dann für wird ein das Name gerade? Feuer. Also das ganz links wird Kristall sein, wa? Ne, das ist in der Crystal. Mitte des Kampf. Achso. Stark gegen Elektro und Mental, aber schwach gegen Feuer und Erde. Na, ich nehme das Mental. Mal sehen, ist ein Kampf-Temtem. Stark gegen Erde und Kristall, aber schwach gegen Mental. Kneipenschlägerei gewonnen. Hutschig. Gegen neutralen Kampf, aber schwach gegen Kristall. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Absolut nicht. Obwohl das dann wieder fast aussieht wie ein Feuer, gell? Als ob es nur an dem Zeichen an der Wand vermutet, dass es ein Kampf ist. Ja. Ich weiß nicht. Bin so unschlüssig. Sagt ein Ding. Ach komm, ich nehm Kristall. Noch was Ja, Neues. klar. Ich sag. Wenn du kommen kannst. Ja, vielleicht. Deswegen habe ich extra nichts gesagt. Ich habe erst zu dem Kampf. Also, wäre es Feuer gewesen, hätte ich das Feuer genommen, auf jeden Fall. Aber Kampf. Ja. LP, Ausdauer, Gesundheit, Angriff, Verteidigung, Spang. Was war denn das für eine Eigenschaft? Bei dir auch Amph vorsichtig? nee, amphibisch. Bei mir jetzt vorsichtig als Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Achso, nee, ich will es nicht umbenennen. Ich bleib bei den Originalnamen. Schau dir dein neues Team Temtem an. Öffnationsmenü. Jetzt Temtem. Ah, okay. Level 5 fängst du an. Ich glaube, ich muss die Kamera mal nach unten setzen. Nicht ausschalten, Quatsch. Setzen wir mal da hin. So. Sehe ich hier oben mal ein bisschen mehr. Was gibt's hier alles? Rucksack, anpassen. Emotes gibt's auch. Okay. Einstellung. Audio. Kriegst du mal, ja. Da kann man gucken, wie viel es insgesamt gibt bis jetzt im Early Access. Es gibt 72. Anscheinend bis jetzt. Okay. Trifft den Professor vor dem Haus. So, unten links ist auch nicht so prickelnd. Das muss dann doch erstmal da. Oh, unser erster Temtem-Kampf. Gegen Max. Irgendwie kenne ich auch noch andere Spiele, wo es Karten sind. Glasklinge, Spiegelpanzer und Nagen. Also braucht MP hast du hier auf jeden Fall.
Prinzip ist immer dasselbe. Ich meine, ich bin... Oh. Ging jetzt sogar keine Chance. Nö. Boah. Gucken wir, ob man jetzt sehen möchte. Das warten wir noch vorher. Oder? Mhm. Oh. Ach ja, du stehst schon mit DFGH. Aber ein bisschen Farbtopf gefallen, oder was? Mhm. Oh. Ist hier noch kein anderes Spieler? Doch, ganz rechts anscheinend. Nee, ist NPC. Na, ich stehe praktisch direkt vor dir. Noch ein Temtem. Tuvai. Also, ja, muss erstmal den Dialog, ja, muss erstmal den Dialog noch. Gut, anscheinend gibt's mehr als 72, weil das Vieh ist Nummer 130. Ah, ja, tschüss. Kannst ja nur. Ich glaube anscheinend, dass nur PlayStation Network angezeigt wird, also Nutzer angezeigt werden. Ach, hat auch Crossplay, ja. Zu PC. Soll ja auch später, glaube ich, auch noch für Xbox kommen, weil erstmals, glaube ich, nur PC und PlayStation exklusiv, glaube ich. Ich glaube, wenn Vollversion rauskommt, kommt es dann für alle Systeme. Außer PS4. Obwohl es eigentlich mal für die PS4 angekündigt war, ne? Aha! Acht Temtrappen bekommen. Ein Gerät, das eine Karte ähnelt. Es wird genutzt, um Temtem zu fangen und zu transportieren. Aha! Gott, ich stehe, glaube ich, für ein anderes Spieler dran. Levante! Mensch, du Alter. Kann ich auch mit dir irgendwie interagieren? Was soll ich mit dir sagen? Öffne Rucksack, ja, ja. Alles klar. R1 lokal, das ist Jet, okay. Kann ich jetzt auch mit dir irgendwie interagieren? So, muss mal R2 drücken. Was, R2? Du hast keine Benachrichtigung. Okay, weil ich dir eine Koop, irgendwas mit Koop geschickt habe. Warte mal. Bist du Farb, wenn du L2, wenn du L2 drückst und auf Interagieren, wird dir eine ganze Liste von. Ah, ich sehe es. Levante, ja. Angezeigt. Kann dir über Wettkampf handeln. Koop. Habe ich jetzt gedrückt. No. Ich hab Ladebildschirm. Hey, er ist nicht sogar auf dem Radar. Triff Max und den Professor in Krikal de Mar. Oh, ist hier unten rechts sogar dein Status und dein Temtems. Okay, die hat eine Ausrufezeichen. Eine Questgeberin, was? Warte auf Levante. Ah, ich spreche. Das kannst du ja sagen. Aber weil du gerade mit ihr sprichst, ich habe gerade mit den Opa gesprochen. Ja, verloren auf Silaro. Finde den verlorenen Anhänger.
der hier vielleicht schon irgendwo. Ja, so farbenfroh, wie du hier rumrennst. Was denn? Wie im Farbtopf gefallen. Quatsch. Ich bin irgendwo hier am Wasser liegen. Ist das ein Spieler da oder was? Oh, jetzt hohes Gras. Ha, wer hätte es gedacht. Aber ich denke mal, der Anhänger wird da nach oben geschwommen sein. Oder getrieben sein. Hier haben wir das hohe Gras, ja? Wow, wenn ich kämpfe, heißt Warte auf Levante. Ein paar. Müssen wir das jetzt uns teilen oder was? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja witzig. 2 gegen 1. Wow, Level 2. Ich mach mal. Ey, den wollte ich fangen. 15 Erfahrungspunkte. Warte. Dann gucken wir mal, wenn wir fangen, ob wir den beide kriegen oder nur derjenige, der das fängt. Ich denke mal, nur der das fängt. Mhm. Mach einfach mal. Die sind schon da. Aber in P sind immer noch im Kampf wieder aufgefrischt. Wow. Die Attacke solltest du vielleicht mal nicht machen. Ja. Hab ich auch so mitgekriegt. Der hat den eben schon gekillt. Ja, aber da hast du ja vorher schon angegriffen. Ja. Na, guck mal. Ja. Mach ich aber nach. Ich gehe auf den, der vor mir ist. Paharo. Okay. Vierter Angriff soll das heißen, oder was? Also komm mal. Das muss ja schon reichen, um zu fangen, ne? Theoretisch. Was ist denn jetzt hier was? Freischalt, glaube ich? Tempfarte? Cooler Effekt. Hm. Ach, du hast auch eingefangen. Und jetzt kommt das von dir. Oh, fahr das mal eben ein. Also. Cool gemacht, das Spiel auf jeden Fall. Mal hier gucken. Da oben ist eine Kiste. Ich will in die Kiste. Oh, ein Trainer. Ja, ich glaube, ich habe einen Trainer. Hat rein, zähl doch mal das zu mir. Oder warst du die ganze Zeit schon neben mir? Nee. Auch war die ganze Zeit neben dir. Also, weil ich die vorher gar nicht gesehen habe. Ah, der kämpft auch gleich mit 2. Ist ja frech. Und fair. Okay. Nimm den Vogel. Wollen wir nicht eh erstmal beide auf einen? Lass die mal mitgehen. Man sieht gar nicht, was für Typen die sind, gell? Schade eigentlich. Okay, mitten im Kampf schon Erfahrungspunkte, okay. Was ist das? Wechseln, das ist Warten. Okay, dann machen wir mal Spiegelpanzer. Alter, hat das viel MP gekostet.
Sparkunde gehen wir trotzdem alle gleich, auch weniger. Hm. Der besiegt. Level 6. Ja, auf Schaukrieg. Kein Viertel. Sterne? Oder Sonne? Eddies. Hat er irgendwas geschützt? Ah, Kamera kann man nicht drehen. Nee, leider nicht. Was? Levante will dein Freund sein. Ja. Na, ich weiß nicht, ob ich mir das gut überlegt habe. Oh, noch einer. Zwei. Two and two. Ich kann sogar dich angreifen, gell? Meine Tisha-Attacken kann ich in der ersten Runde nicht machen. Okay. Die sind da ausgekaut. Ich kann alle drei benutzen einfach. Oh. Ich kann jetzt erst Tisha-Attacken machen. Vielleicht muss ich erst mental vorbereiten. Kommt hier bei dir auch gerade der Kampftipp mit den Typen Stärken und Schwächen? Nee. Bei mir schon. Ach, was. Ich sehe ja nicht, was die Gegner für Typen sind. Oh. Also müssen wir die erstmal alle kennen. Auf jeden Fall sind die schwach gegen. Ja, habe ich gesehen, weil mal zwei darf dann noch. Aber nee, warum ist das Paharo? Also, das haben wir ja gefangen, stimmt. Stimmt, sowas wie Pokémon Center müssen wir noch finden. Ey, ich war noch gesprungen. Hm. Nee. Ich muss grad mal mein Team umstellen. Ich hab da nur die Kiste. Ich wollte mal den Vogel finden. Muss schon bald mal heilen, ne? Na, deswegen wollte ich ja den Vogel mal finden. Mehr, die Jungs. Das war eigentlich auch mal eine gute Idee. Ich kann sogar deine benutzen. Finger weg. Ist ja witzig. Aber. Ja. Aber er hat ja gesagt, der Vogel ist nicht stark, aber irgendwas Besonderes soll an dem sein. Stimmt so wie so eine Art Tuckabee bei Pokémon. Auf jeden Fall ein witziges Konzept. Kiste. Vitalapfel. Hast du den jetzt auch gekriegt? Warte, ich bin gerade noch in. Warte auf Levante. Nee, ich muss die Kiste selbst nochmal aufmachen. Ah, okay. Ja, wir müssen es auch langsam mal heilen, ja. Oder gibt es irgendwo ein Pokémon-Center? Ja, kann mal wieder zurück nach Hause laufen.
Gab's da sowas? Na, früher da konnte man nochmal bei Mutti heilen. Stimmt. Hier wohne ich doch, oder? Mir geht's gut. Das ist nicht unsere Putze. Ja, sehe ich auch gerade. Hier oben, das ist die Putze, glaube ich. Die Putze. Ah! Oh, wir haben beide dieselbe Mama. Naja, lass mich da einen Temtem heilen. Ah! Ich glaube, keine waren schon mitgeheilt. Weiß ich nicht. Kann ich eigentlich, warte mal, ich kann doch auch hier. Anpassen, das kann ich noch anpassen. Aber ich kann auch. Nee, du musst halt neue besorgen, neue Klamotten und so, neue Haare. Okay. Was gab's denn da jetzt noch? Warte mal. Anpassen. Set. Gibt's Tasche. Ein Titel gibt's auch. Reittier und Wettkampf. Ah ja. Und wo ist der versteckte Online-Shop? Den wird's in der Early Access wahrscheinlich noch nicht geben. Dann gehen wir jetzt mal hoch zu Max und dem Professor. Aber erstmal kämpfen. Es gibt auch sowas ähnliches wie Arena-Lader, gibt es ja auch. Also wie, so geht das. Ob die auch alle Entwicklungsstufen haben. So, hier waren wir zuletzt. Hier springe ich diesmal nicht runter. Da hier oben ist noch eine Kiste. Ein Beleber ist da drin. Ich muss hier eigentlich hier und quatschen. Oh, und der Leinzug gibt's auch. Naja, Remote. Kann ich stehen? So, Quatsch. Los. Warte mal, komm her. Ah, was ist das hier? Wo ist denn das? Ach, da. Ah, du hast gewonnen. Das ist es. So, gehen wir mal hier hoch. Scheiße. Ich will den linken haben. Mach ich mal da. Mal gucken, wenn ich den mal am Anfang mal so reintue, aber auch Erfahrungspunkte kriegt. Müssen normalerweise. Lockcoin hier oder was? Mach mich. So fangen kann, okay. Wenn er schläft. Meinst du, wenn er voll Energie hat? Ja. Nee, hab ich das jetzt auf deinen geworfen? Nee. Bin ich. Also. Ich dachte, ich hätte jetzt auf deinen geworfen. Bis jetzt 100% Fangrate. Das ist Natureigenschaft aufgekratzt. Hm. Vielleicht siehst du das auch erst, wenn du die selber besitzt bei den Gegnern. Meinst du, es geht wie bei Pokémon mit dem Schlaf? Bei ihm war es schon anscheinend. Ist auch Natur. Achso, hier das Myth, die Eigenschaft, die der hat,
verhindert den statischen Effekt vergiftet. Aha. Dann kriegen nochmal Giftschaden, natürlich. Der Level 2 hat auch auf Angsprung gekriegt. Okay. Mach ich schnell vorwärts, ja. Na, ist doch immer so bei selben Spielen. Aber man kann nur drei Temtems im Kampf mitnehmen, oder was? Wahrscheinlich mal die ersten drei, dadurch, dass man zu zweit spielen wahrscheinlich. Ja, das kann nicht sein. Das heißt, es sollte ein bisschen ausgewogener dann irgendwann mitnehmen. Ja, ja. Ich hab halt immer die gleichen, ne? Ich krieg den mal jetzt, ach, das gibt's doch. Nochmal. Ich würde gerne das Link gefangen. Wow. Ich bin schon Level 4. 10 Level 2 noch zum nächsten Mal erst gemacht. Schwächer waren wir schon mal, gell? Ja. HD Defense. Krass. Wenn ich jetzt gerade benutzt, kommt erst ein Angriff oder nicht? Ich hab, warten wir mal. Also. Gut, jetzt bin ich tot. Kann man die eigentlich immer fangen? Sagen wir dann Team. Mach's mal, weil ich bin schon wieder im nächsten Kampf. Schick gerade da, warte auf Levante. Aber jetzt mein Haupt und die zwei Gefangenen mit. Was ist mal? In den ersten Schein. Den habe ich noch nicht. So mit drei kann man hier sehen, was die Attacken machen. Ich dachte, er schläft noch. Mhm. Das ist doch schön. Ich kann ihn auch für dich hypnotisieren. Vor allem einer ist jetzt noch ein guter Schläfer. Bei einem zweiten Angriff in dieser Runde wird der Schaden auf einen Verbündeten umgeleitet. What? So, dumm. So frech. Bin schon wieder im Kampf. Dich jetzt einfach mal denken, war doof.
7 AP. Also mal zum Kreis hier raus. Dein Vieh fällt gleich um. Quatsch, das Kristall. Kristall 2. Das hast du ja schon da. Das habe ich noch nicht. Ich kann es nicht. Vielleicht das Rechte werde ich mir mal hypnotisieren. Ich bin zu groß gekommen. Als Kakus aufgekratzt. Hat er eigentlich drei Schritte. Hat er den Moon gegen klar. Natürlich. Geh mit dem Schiff gut, ey. Ja, die fällt auch gleich um. Ja, wie jetzt? Oh, nein. Du wolltest ja. Oh, ich kann da abbrechen, gut. Mach mal was. Na, die Karte wird eh priorisiert anscheinend. Ne, ich hab noch schnell. Ich konnte es abbrechen. Na, bevor, eben bei dem einen kam auch die Karte bevor. Naja, vorher noch Stahl-Effekt einschlagen. Ich glaub dich nicht. Voraus hier. Ist der Anhänger irgendwo? Noch mehr Gras. Ich glaube, ich muss immer Heilung benutzen. Oder machst du gleich komplett voll? Ich kann auch deine heilen, das sind meine anderen. Die werden sowieso irgendwo mit ausgeteilt. Nein, nein, klar. So, viel Spaß. Habe ich zum Beleber benutzt. Was sagt die? Kiste. Oh, ein Vitalapfel. Warum sind zwei Kisten? Ah, hier brauchen wir bestimmt irgendeine Fähigkeit, um hier hochzuklettern. Mhm. Oh. Sarah und Lara. Sehr kreativ. Die tödlichen Zwillinge. Das hat er gewählt. Kristall amphibisch. Thank you.
Hey. Nein. Das hat gerade Schaden gemacht. Wir haben beide nochmal Schaden. Haben beide zwei. War mal sehr effektiv. So, Puck ist dann dabei langsam mal nicht schlecht. Für Zwillinge jetzt hier, oder? Naja. Oder halt unter Team. Ja. Was ist, wenn der jetzt alleine unterwegs wäre? Müsstest du dann auch immer gegen beide kämpfen? Ja, vermute ich mal. Du hast ja dann deine eigenen 6. Ja, schon, dann müsste man wahrscheinlich auch 2 in den Kampf rein. Ja. Das war 90 Erfahrungspunkte. Kannst du noch kaufen bei dir? Hier kannst du dein Temtem-Team heilen. Ja. Ja. Gerade mal kurz am Kaufen. Item-Maschine darin nutzen. Ach, die ist hier. Die kannst du heilen. Oh, das ist auch eine Pokebox im Prinzip hier noch. Rechts der Computer. Was kannst du hier kaufen? Duft. Genau, Heilung, Pokebälle und all so ein Scheiß. 80 kostet eine Salbe. Temp-Karte, 15, das ist auch günstig. Ich hab den Kaku zweimal, echt? Echt, das sei ein Doppelt? Scheint so. Ja, wir werden alt. Nein. Das war dumm. Man sollte nicht so schnell nach unten laufen. Ja. Na gut, ich musste nicht kämpfen. Weil ich auf einmal ins untere Gebiet wieder gehüpft bin. Ich laufe nicht ganz weit nach unten. Ich musste ganz wieder zurücklaufen. Ja, deswegen, ja.
Oder man kann auch seinen Temtem ansprechen. Ist hier sonst irgendwas? Oh, Trainer. Aha. Das ist mal schon selbst mitgekriegt. Echt? Ich noch nicht. Schaut doch wieder nein. Wieso? Nur weil du es mitgekriegt hast. Du bist aber jetzt sehr ruhig. Nicht so alt wie du, Opa. Genau. Ach stimmt, mein Spiegelpanzer kann ich auch nicht einsetzen jetzt am Anfang. Nicht bereit. Hab ich gar nicht gesehen. Ey. Wir haben schon Level ganz schön hoch mittlerweile. Da kommt eigentlich auch die Idee der Designs von den Viechern nochmal. Ganz viel LSD. Wahrscheinlich. Ich kann. Oh, Millimeter noch fürs nächste Level hätte er mir auch noch geben können. Hätte doch mal gehen können. Na gut, machst du doch. Oh, Level 9. Oh, ich kann Kristallstaub lernen. Oder abgelernt. Kristallstaub, eine Miniaturversion des Sternenregens, der angeblich das Archipel hervorgebracht hat. Damage 60, STA, was heißt STA? Hast du noch 45 Sekunden? Was für? Gleich mal einsetzen, ne? Was hast du neu gelernt? Nein, diese Zärtlichkeit habe ich früher gelernt. Achso. Ich gehe nochmal zurück und heile mich. Und nicht du. Bestimmt neuer, ja. Wo ist hier ein Trainer? Na, direkt vor uns. Ich sehe nichts, ist ein Baum im Weg. Und dafür, dass es das Welt nicht der Papagei angeblich. Vor allem ein Handicap für ihn oder was? Nein. Na, das ist aber alle wieder. Rein. Haut da rein. Das war frisch. So was? Nein. Nur Temtems. Ein Feuer oder so? Oh, oder die? Fick mal ein Feuer. Boah, schon 7, ey. Ich will jetzt auch noch abziehen. Warum auch?
Hier ist eine Station. Tut mir das erstmal. Kiste. Zweimal Ether gefunden. Grundlegende Ausdauerbooster. Oh, Trainer. Also der links ist auf jeden Fall schwach gegen deine Psi-Welle, ne? Das habe ich mir auch gemerkt. Haben wir die erste Weiterentwicklung von? Was ist die da eigentlich an? Kostüm. Das ist ja auch ein Bändiger. Ich bin nämlich hier bei Avatar. Aber jetzt können wir schnell reingehen, wenn wir einmal noch hier sind. Hab ich's auch schon. Hier geht's lang. Schon noch ein Trainer hier. Ein yep. Ganzer sogar auf Global Deutsch Chat stehen. Ja, ich weiß, hab schon gesehen. Spezialangriff soll das schon behalten. Denke ich mal. Das ist mit deinem der war richtig gut. Besiegt. Das sieht aus wie so ein hier Xbox-Avatar aussehen, von dem die Kunden, ey. Wie ist ein Avatar? Komm, Feuer, gib mir Feuer. Den nehme ich auch. Gib mir Feuer. Der war ja schwach gegen dein Element, gell? Nimm den Vierer. Das ist sogar männlich und weiblich. Meinst du, man kann paar? Weiß ich doch nicht. Ob das schon reicht? Ich probier's einfach mal. Ich hab ein paar Karten gekauft. Die sind wirklich, als ob die sich wehren würden dagegen, ne? Mhm.
Ist jetzt immer nur eine 100% Fangquote. Widerstandsfähig. Kann durch Verausgabung nicht kampfunfähig werden. What? Na, wenn du keine MP mehr hast. Und dich dann selbst verletzt, schätze ich. Das ist keine MP, das ist Ausdauer. Hey, wieder ein Trainer. Warte mal, ich will mal. Nein, nicht dahin. So, dann muss ich nochmal schnell. So. Dann wäre ich bewogen, sind Wasser-Temtem effektiv. Was Wogen sind Wasser Temtem effektiv? Wogegen? Okay, ach, ja, für Wogen, ja. Warte doch, ich bin alt. Wasser ist dann gegen Feuer. Moin. Also, wer ist das? Der Raffi. Weißt du, und was ist mit Feuer? Das ist schwach gegen Natur, stark gegen Natur. Wogen. Ja, Wogen. Kennst du das nicht? Oh, was ist das denn? Wassertyp. Cool, ist wie kein Feuer. Wow, der kann ja richtig viele Attacken. Das ist ja nicht. Eieiei. Gut, ich wechsle mal. Er macht ordentlich Schaden, der Junge. Das können die auch. Mal da noch ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. So. Sind so viele Erfahrungspunkte, ja? Oh ja. Sehr so traurig, der Junge. Der Spielsound ist etwas laut und ihr seid leise, sehr leise. Echt? Okay. Dann mache ich mal ein bisschen runterdrehen den Sound. Danke für die Info. Ist noch irgendwas? Wir müssen noch den Anhänger gucken, gell? Der muss ja auch irgendwo sein im Wasser, denke ich mal. Finde den verlorenen Anhänger. Hier sind noch wieder zwei Trainer, die auf uns warten. Mal können wir jetzt spielen. Lass uns spielen! Wieso kennt eigentlich meinen Namen? Oh nee, ich hätte mal mein Team wieder wechseln sollen, also mein. Na komm, wir nehmen mal ihn. Gift machen die echt gerne in dem Spiel, kann das sein? Nein, das ist ein Pflanzenvideo, schätze ich mal. Ist das wie bei Pokémon ist, wenn du rumläufst und bist vergiftet, dass du trotzdem Schaden kriegst? Ich glaube nicht, nach dem Kampf ist das glaube ich immer weg. Okay. Oh. Oder nicht? Ja gut, wenn es Pflanzen sind, ist klar, dass. Wobei Wind. Ja, Wind war immer stark, ja. War normalerweise auch mal besser. Ja. Sag doch, ich bin alt.
Weiß schon nichts mehr von Pokémon. Ach Junge, was sag mit deinem Gift? Oh, mein Dings hat eine neue Fähigkeit gelernt. Schrilles Kreischen. Hat Tuwei gelernt. Hm. Immer noch. Oh, Tateru hat auch Nagen gelernt. Hey, die kenne ich schon, die Attacke. Das hat Spaß gemacht. Boah, Weg bis zu der Stadt, ja? Hast du doch der nächste Trainer, der wartet. Dann müssen wir aber erstmal heilen. Oh, das ist ein Wasser links. Bestimmt auch angeln, wa? Mit Sicherheit. Oh, hier, Wasserentwicklung. Von dem Vogel. Mhm. Erkennt man ja ganz gut. Oh, Level 11, Junge. Machen wir von den Kleinen weg. Oh. Alter. Er macht Schaden, der Junge. Ich find's witzig, dass nach jedem besiegten Temtem du gleich Erfahrungspunkte kriegst. Nicht am Ende des Kampfs. Wir sind im Kampf 2 Level mit ihm gestiegen. Da, wir sind glaube ich endlich angekommen. Gibt es hier noch irgendwas? Heilung wäre nicht schlecht. Ach, du musst drüben. Ja, bestimmt, weil ich als erstes reingelaufen bin. So wie bei Rambo. Die waren bei Rambo in der Lehre. Themis-Zenz-Flasche.
Wasser, Temtem. Was gibt's eigentlich alles für Kategorien? Feuer, Natur, genau. Also Pflanze, Feuer, Kristall. Kristall finde ich cool. Ja, genau, die Dojos sind sozusagen die Arena, also Arenen. Temporium. Es gibt Ausrüstung für die Temtems? Echt? Ich hätte gedacht, so Heilungsgegenstände und so ein Scheiß. Achso. Ohne einen Erwachsenen dort im Gang. Ups. Ja. Gut, da haben wir jetzt die erste Stadt erreicht und ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein mit dem Einblick in Temtem und wir schauen uns noch das Gebäude an. Gut, ja, was soll man sagen zum Spiel? Das ist halt ein Pokémon-Spiel, klassisch, im MMO-Universum mit bis zu 99 Spielen, Spielern. Und ja, es bockt, hat coole Ansätze, Langzeitmotivation muss ich zeigen. Immerhin ist es noch nicht fertig. Es soll noch einiges kommen. Und ja, das soll es gewesen sein von mir. Und Venom. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday. Und Venom. Ciao, ciao.